Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil Revelation 2. Und jetzt sehen wir ja die Geschichte, die Barry spielt. Wir haben jetzt Claires Seite abgeschlossen, anscheinend von Episode 1. Das muss es sein. Genau, und Barry hat im letzten Part. Was machst du hier ganz allein? Wo sind deine Eltern? Ich habe keine Eltern. Und ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich bin's einfach. Sie hat dich entführt, genau wie meine Kleine. Genau, Claire und Moira haben ja im letzten Part das Signal rausgesendet, was Barry gehört hat. Und er ist jetzt auch hier auf diese verlassene, oder was heißt verlassene Insel, aber auf diese abseits gelegene Insel ist er jetzt gekommen, um seine Tochter zu holen. Und halt auch Claire. Und ja, dieses mysteriöse Mädchen. Da werden wir bestimmt noch einiges drüber erfahren. Aber erstmal müssen wir halt zu diesem Funkturm kommen. Die Frage ist, wie? Der gute Barry ist auch ein bisschen besser ausgestattet. Er hat halt hier eine Pistole, Samurai Edge. So keine normale Pistole. Hat eine Python, das ist ein Magnum Revolver. Und hat irgendein Maschinengewehr. Ja, wie kommen wir denn da hin? Moment. So, hier ist versperrt. Es muss ja hier rüber gehen, über diese Treppe. Oder halt über das Gebirge. Können wir uns hier nicht an der Wand irgendwie... Nee. Hier auch nicht. Ja, hier ist, glaube ich, ein Weg. Oder? Ja, hier. Nein, du bist in Ordnung. Ja, Barry ist in der Tat in Ordnung. Aber ist auch gut, dass nicht die Dinger schon wieder. So. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ah, hier hoch. Ist ja eine richtige Kletterpartie direkt hier am Anfang. Wie heißt du denn, Süße? Natalia. Na, das ist ein schöner Name. Meiner ist Barry. Barry? Ganz genau, benutze ihn sparsam. Mach ich. Ja. Ich habe das Gefühl, den Namen wird sie noch schreien müssen. Aber ich bin halt echt gespannt, was es mit ihr auf sich hat, weil sie kann sich irgendwie an nichts erinnern. Sie weiß nicht, wer... Ja doch, sie weiß schon, wer sie ist, aber... Du weißt halt nicht, was sie hier zu suchen haben. Was ist das da hinten? Was ist das? Warte mal, können wir wechseln und vielleicht mit ihr... Weg mit euch. Nee, wir können... Vielleicht, weil wir im Kampf sind. Nee. Ja, aber hier geht's doch... Da ist doch ganz klar was. Irgendeine Münze. Also irgendwie gibt's noch... Moment, man kann ducken, aber es hilft hier ja auch nicht. Ja, ich denke mal, das hat nur mit... Ja, mit irgendwelchen Bonus-Sachen zu tun. Deswegen... Denke ich mal, lassen wir das einfach, aber... Ist halt schon blöd, hier komme ich halt einfach nicht vorbei. Ich kann da nicht drüber klettern, ich kann den Charakter nicht wechseln. Egal. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Aber hier geht's rein. Oder? Nee. So, wo ist der Funkturm? Aber ist ja auch nicht so weit entfernt. Das ist wohl der einzige Weg hier durch. Gehen Sie durch das Gebäude. So, ja, da vorne ist ein Gitter, das können wir wahrscheinlich aufmachen. Ein paar Insekten. Weg mit dir. So, hilfst du mir jetzt auch mal, kleine Natalia? Ja, oder? Oder so. Ist auch okay. Ah, ein rotes Kraut. Ja, doch, rotes Kraut.
Das müssten wir doch, haben wir auch ein grünes? Ne, haben wir nicht. Das können wir ja kombinieren und dann wird das halt, heilt das halt einfach mehr. Wenn wir das mit dem grünen kombinieren. Da haben wir auch schon eins. Objekte, die mit einem Plus markiert sind, können mit anderen Objekten kombiniert werden. Um Objekte zu kombinieren, wählen Sie kombinieren im Objektbildschirm oder kombinieren Sie mit Hilfe des Kombinieren-Bildschirms. So. Kombinieren mit dem. Warum ist es jetzt immer noch ein grünes Kraut? Ach, das wurde jetzt zu drei grünen Kräutern oder was? Okay, das war früher nicht so, aber. Die Monster. Monster? Ja, Barry weiß ja noch nicht, was hier abgeht, aber sie anscheinend schon. Er wird wohl gleich auf die harte Tour feststellen müssen. Aber der Barry weiß natürlich, wie man mit sowas umgeht. Das sind jetzt aber auch weniger Mutanten, sondern eher klassische Zombies. Wie geil ist das denn? Und ich lasse mich natürlich von den langsamen Zombies treffen. So, nachladen. Ist wohl einer der Infizierten aus dem Bericht. Er geht damit ja cool um. Aber er kennt es ja auch aus den anderen Resident Evil Teilen. Also aus dem ersten. Er weiß ja, dass es diesen T-Virus gibt. So, klettern wir hier mal drüber. Kommst du mit? Da nähern wir uns ja mit relativ. Noch einer. Woher weißt du das? Ich sehe auch nichts. Irgendwie sehen. Natalia hat die Fähigkeit, den Aufenthaltsort von Gegnern zu spüren, indem sie mit Steuerung in die Hocke geht. Kann sie die Reichweite ihrer Wahrnehmung erweitern. Befindet sich Natalia in der Hocke, kann sie sich lautlos bewegen, wodurch sie schwerer von Gegnern gefunden wird. Natalia kann außerdem versteckte Objekte finden, indem sie mit Rechtsklick auf sie zeigt. Aha. Nein, tust du nicht, kleine Lady. Das ist zu gefährlich. Wieso? Ich habe keine Angst. So, das zeigen wir erstmal. Da ist ein Objekt und da sind irgendwelche Gegner. Ja. Pistolenmunition, die übergeben wir aber sofort. Ja. Ich würde jetzt gerne auf Barry gehen und da reingehen, aber. Ja, machen wir mit ihr einfach die Tür auf. Na, ist verschlossen. Hier ist noch jemand. Schleichen wir uns an dem einfach mal vorbei. Noch mehr Pistolenmunition mitnehmen und übergeben. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir können ja mit ihr nicht schießen. Okay, Barry, mach das. Sehr gut. Aber das ist eine coole Fähigkeit. Das können wir halt gut nutzen. So, Licht mal wieder anmachen. Schöner Schuss. Der war auch gut. Ah, der hat einen Helm auf. Ups. Fuck. Naja, passt. Mit Barry haben wir ja noch ein paar andere Waffen notfalls. Ich glaube, da müssen wir nicht so auf die Munition achten. Ah, und hier haben wir noch eine Karte. Gefangenenlagerkarte. Kannst du mal hier hintergehen? Vielleicht ist hier ja was. Nee, geht nicht. Ja, okay. Aber Moment, wechseln wir tatsächlich mal auf sie und gehen mal in die Hocke.
Okay, da oben ist einer. Und direkt hier links um die Ecke. Ja, ist ja cool so. Können wir echt vorsichtig spielen, aber... Wie ich mich kenne, werde ich das sowieso nicht so oft nutzen. Und eher... ziemlich blind da reinrennen, immer. Okay, hier ist versperrt. Der wird aber bestimmt auch noch rauskommen. So, hier mal drüber. Was haben wir denn hier? Stoff. Okay. Können wir wahrscheinlich auch mit irgendwas kombinieren. Boah! Die halten noch weniger aus. Das sind wirklich eher klassische Zombies. Cool. Also finde ich wirklich cool. Dass sie nicht nur diese Mutanten haben, die halt auch schnell sind. Resident Evil 5 ging das ja sogar so weit, dass die Zombies auch Waffen hatten und schießen konnten. Das hat mir persönlich gar nicht gefallen. Das mit den Mutanten, ja. Da kann ich noch mit leben. Aber das ist ja jetzt auch wieder cool. Au. Ah, unnötige Treffer. Passt aber. Stehst du auf? Oder haben wir die Kiste aufnehmen, ablegen? Hä? Wie? Was für eine Kiste? Ach, die hier. Natürlich. Okay, wir nehmen sie auf. Tragen sie darüber. Und klettern hoch. Schaffst du's? Ja, ich hoffe. Ja. Ich möchte jetzt ungern da unten alleine zurücklassen, auch wenn wir da ja jetzt gesäubert haben. So, ich mach's jetzt aber mal anders, als ich sonst machen würde. Und kunde jetzt nochmal die Gegend. Ich bin ja lernfähig. So ist es ja nicht. Aber hier ist nichts. Das heißt, wir müssten eigentlich relativ unbedacht hier reinlaufen können. Seht ihr? So, lass doch mal aufmachen. Oh, ein Speicherpunkt. Sieht man da unten links an dem kleinen Punkt. Na, hier ist ein schaltzentrales Schlüssel. Hier ist eine Öffnung. Ach, die Tür ist vermutlich zu und sie muss dann durch die Öffnung. Ja. Ja, das gefällt mir gar nicht. Okay, das müssen wir vorsichtig machen. Uah. Komm. Das Monster kommt. Ziegelstein-Attacke. Geil. Kurz den Ziegelstein genommen, auf ihn geworfen. Ist ja cool. Erinnert mich ein bisschen an, ja, The Last of Us oder sowas. Der kleinen Ellie. Schießpulver, das übergeben wir auch direkt mal. Ah, können wir jetzt nicht, weil wir gerade alleine unterwegs sind. Was ist denn hier mit F? Ach, den Ziegelstein wieder mitnehmen. Natürlich. Steht das nicht schon an der Wand? Ach ja, natürlich, die ist ja von der anderen Seite verschlossen. Klar. Können wir jetzt hier aufmachen. Alles frei. Barry wieder ranholen. Mehr Mumm als ich. So, aber vorher übergeben wir noch das Schießpulver. Und dann gucken wir auch mal kurz im Inventar, was haben wir. Das können wir kombinieren mit irgendwas, aber haben wir. Hä? Hab ich das jetzt? Ja, ich hab das abgelegt. Ups. So. Das können wir kombinieren mit.
ja, einem Kraut und haben daraus drei Verbandsmittel gemacht, um Blutung zu stoppen. Das ist doch cool. Das ist doch mal ein fairer Tausch. So, Barry ist natürlich jetzt ein bisschen kräftiger, der schafft das. So. Ach was. Ist das nicht? Ja, doch. Hier waren wir doch auch schon mit, Claire und... Ja. Das heißt, wir sind so weit gar nicht mehr entfernt. Ja gut, auf ihm haben wir jetzt natürlich keine Teile, um die Pistole abzugraden. Fahren wir das mal wieder hoch. Na, geht nicht mehr. Wo? Aber das spielt doch zeitgleich. Warum, also es spielt jetzt kurz danach. Ja, die. Das haben wir ja schon gelesen. Als wir Claires Geschichte gespielt haben. Ja gut, hier kommen wir jetzt natürlich nicht durch. Aber ich finde besser heraus, wie man es stoppt. Ja, aber es spielt ja zeitgleich. Warum hatten... Hier müsste es ja jetzt relativ gesäubert sein, weil Claire und Moira hier schon durchgefegt haben, aber... Anscheinend sind jetzt hier wieder andere Arten von Zombies aufgetreten. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, es geht in der nächsten Folge weiter. Vielleicht kommen wir ja dann zum Funkturm, finden die anderen beiden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.